Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich wollte mich mal wieder melden. Wir hatten am Donnerstag, letzten Donnerstag am 24. Mai, eine Ratssitzung. Drei der Tagesordnungspunkte habe ich auf die Tagesordnung setzen lassen und ich möchte euch kurz berichten, wie es war. Vorher kurze Bemerkung, teilt dieses Video möglichst, damit möglichst viele Leute die Möglichkeit haben, diese Informationen zu bekommen. Ja, mein erster Antrag, den ich eingebracht habe, ist der Verbot von Glyphosat auf allen gemeindeeigenen Flächen. Also die Gemeinde hat landwirtschaftliche Flächen, die werden verpachtet an Landwirte. Und mein Antrag ging nun dahin, dass in diesen Verträgen festgelegt wird, dass sie auf den gemeindeeigenen Flächen zukünftig kein Glyphosat mehr einsetzen dürfen. Zum Thema Glyphosat muss ich mich, glaube ich, nicht weiter äußern. Ihr wisst ja Bescheid. Der Rat hat diesem Antrag einstimmig zugestimmt. Also in Zukunft werden bei neuen Verträgen oder bei Vertragsverlängerungen wird Glyphosat ausgeschlossen, darf also nicht aufgebracht werden. Ich denke, das ist auch im Sinne eines Bienenschutzes sehr, sehr wichtig. Der zweite Antrag, den ich eingebracht habe, beschäftigt sich wieder mal mit dem Thema Bioessen. Ihr wisst alle, dass die Gemeinde und auch die anderen Parteien kein alternatives Bioessen in den Kitas einrichten wollen. Es soll ein Essen geben nach dem Motto, friss oder stirb. Und wenn du unser Essen nämlich willst, dann kriegst du eben bei uns keins. Ich wollte ein alternatives, wollen sie nicht. Nun habe ich beantragt, da ja immer wieder gesagt wird, ja, unser Essen, da sind ja auch Biokomponenten mit drin. Nun wollte ich das eben festschreiben, dass mindestens 50% festgeschrieben werden, nächstes Jahr dann 60% und dann bis zu 70%. Das wollen sie auch nicht. Sie sagen, das ist alles gut so, alles ist prima, keiner klagt, das Essen ist toll. Da redet man, kann man sich an Wolf reden. Sie sind eben dieser Meinung und sie wollen es einfach nicht. Positiv muss ich heraus oder hervorheben, dass meine Kolleginnen und Kollegen von den Grünen mit mir gemeinsam für meinen Antrag gestimmt haben. Insofern haben wir aber immer noch diese große rot-schwarz-gelbe Wand von Menschen, die das anders sehen. Der dritte Punkt, der ist mir auch sehr, sehr wichtig. Die Gemeinde hat beschlossen, also alle anderen Parteien ohne mich haben beschlossen, wir schreiben weiterhin Erzieherstellen aus, wenn wir Erzieher brauchen. Also wir haben ja in jeder Gruppe in Andorf zwei Erzieherinnen und Erzieher. Wenn wir aber keine Erzieherin finden, dann stellen wir auch eine Kinderpflegerin, eine Sozialassistentin oder eine Heilerziehungspflegerin ein. Das ist eine Verschlechterung, eine qualitative Verschlechterung der Betreuung. Und ob ihr das nun glaubt oder nicht, da behaupten die glatt auch die Verwaltung, da gäbe es keinen großen Unterschied. Das ist nicht so. Ja? Wir können nicht nur, weil wir ein Problem haben, eine Erzieherin zu bekommen, anfangen, das Niveau zu senken. Ja, dann stelle ich eben keine Erzieherin mehr ein, dann nehme ich eben eine Kinderpflegerin. Die hat nicht diese Qualifikation. Das eine sind 4 Jahre Ausbildung, das andere sind 2 Jahre Ausbildung. Mein Ansatz geht in eine ganz andere Richtung. Ich sage, Adendorf, überleg doch mal, wie wirst du attraktiver, wie kannst du attraktiver für Erzieherinnen werden, aber auch gilt im Übrigen auch für alle anderen Stellen. Und da habe ich dann auch eine Vielzahl von Möglichkeiten genannt. Was ist bei rausgekommen? Sie unterstellen mir, ich würde die jetzige Betreuungsqualität kritisieren. Tue ich gar nicht. Super. Läuft alles. Auch die Sozialstaffelung habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber der Schritt, den Sie jetzt gehen wollen, ist ein Rückschritt. Ja, so wurde in Adendorf in den 70er Jahren betreut. Eine Erzieherin und eine Hilfskraft. Sowas geht überhaupt nicht, wurde dann gesagt. Freunde, schaut mal heute in die Landeszeitung. Samstagausgabe. Eine Anzeige vom Roten Kreuz Uelzen, glaube ich. Die suchen Erzieherinnen. Und wissen Sie, was die da unten drunter schreiben? Damit die Erzieherin auch in Zukunft fit bleiben wird, sorgen wir dafür, dass sie vergünstigt in ein Fitnessstudio kommt. Das sind alles Maßnahmen, die den Arbeitgeber, die Situation des Arbeitgebers verbessern. Da kann man überlegen. Ja? Und das könnten wir in Adendorf auch. Wir könnten helfen bei der Wohnraumfindung. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Sie wollen es nicht. Mein Antrag ist abgelehnt worden. Die Betreuungsqualität wird gesenkt. Es wird schlechter. Und es wird natürlich, das muss man immer, auch billiger. Und da jetzt die Beitragsfreiheit kommt, könnte man sich natürlich auch fragen, ist das eigentlich gewollt? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 4 Minuten 38. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Und wir sehen uns nächste oder übernächste Woche wieder. Themen gibt es in Adendorf genug, über die man sich aufregen könnte. Tschüss!